Sehr geehrter Vorsitzender, sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Ja, wir beschließen heute das Budget für das nächste Jahr und wie könnte es wahrscheinlich anders sein? Der Herr Kollege Nepp hat natürlich hier angemerkt, warum er diesem Budget natürlich nicht zustimmt, kann ich aus Sicht der Opposition verstehen, wir waren es ja selber mal und natürlich muss man immer wieder genau drauf schauen und man findet natürlich immer überall etwas, wo man hier sagt, das hätte ich wahrscheinlich anders gemacht. Aber ja, ein Budget zu beschließen in einer Situation wie dieser, wo es wahrscheinlich keine schlechteren Voraussetzungen geben kann, wenn man an die Krise denkt und wenn man sich hier herstellt und mit voller Tatendrang, voller Elan, voller Engagement in eine neue Legislaturperiode startet, in einer neuen Regierungskonstellation, ja, das hätten sich wahrscheinlich viele, wir natürlich, auf jeden Fall anders vorgestellt. Aber das Leben und auch eine Regierungsaufgabe ist natürlich kein Wunschkonzert und so kommt es oft anders, als man plant, weil die Corona-Krise die größte Herausforderung in unserer Geschichte, alles, was wir uns vorstellen konnten, wurde, glaube ich, weit übertroffen und da wird uns in den kommenden Jahren natürlich viel antreiben in diese Richtung und das wird massive Auswirkungen haben auf das Budget der Stadt Wien, keine Frage. Aber natürlich auch auf viele andere Situationen in unserer Stadt, auf der ganzen Welt, in Österreich. Und auf diese müssen wir reagieren. Und das Tragische daran ist, ja, es stimmt, die gesellschaftlichen Folgen, die sozialen Folgen, die wirtschaftlichen Folgen, die Folgen, die langfristigen Folgen auf den Arbeitsmarkt, die langfristigen Folgen in der Bildung, für die Kinder, für die Jugendlichen in dieser Stadt, in diesem Land, nein, die sind noch nicht zur Gänze abschätzbar. Trotzdem müssen wir zuversichtlich sein und einen Weg weiterhin beschreiten und unter diesen Voraussetzungen das Beste machen für diese Stadt, das Beste herausholen für die Menschen in dieser Stadt, das Beste herausholen aus diesem Budget, aus diesem Voranschlag, um eben jene Punkte und jene wichtigen Bereiche sicherzustellen, für die es auch wert ist, hier sich einzusetzen und weiter zu kämpfen. Und Herr Kollege Nepp, wenn Sie hier die Raumfahrt bemüht haben mit Ihrem Beispiel, wenn man am Mond fliegt, dann muss man, wenn man noch die genauen Voraussetzungen nicht weiß, den Start abbrechen. Das mag zwar stimmen für den Mondflug, aber die Stadt Wien kann ich nicht abbrechen, um mir jahrelang zu überlegen und zu sehen, wie sich die Krise auswirkt und dann, ich weiß nicht, nach vielen Monaten oder auch länger darüber hinaus, zu sagen, na gut, jetzt kann ich mich an die Budgetgestaltung machen. Das wird sich einfach nicht ausgehen. Was ist jetzt also auch in dieser Situation die Aufgabe? Ja, den Konjunktureinbruch mit aller Anstrengung und so gut es geht zu dämpfen und Maßnahmen auf den Weg zu bringen, um die Wienerinnen und Wiener bestmöglich zu unterstützen und besonders jene in besonders stark betroffenen Bereichen zu unterstützen. Und das Ganze natürlich auch ergänzend zu Maßnahmen, die die Bundesregierung setzt und den gleichen Weg geht. Und der Kollege, der Stadtrat Hanke, hat natürlich schon sehr ausführlich und detailliert darüber berichtet, in welchen Bereichen in dieser Stadt investiert wird. Aber natürlich gibt es viele Dinge, die so nicht geplant waren und trotzdem auf den Weg gebracht werden mussten. Wenn ich nur daran denke, die Personalkosten, die ganze Infrastruktur für das Contract Tracing, die Personalkosten im Bereich der Krankenanstalten, der MA70, zusätzliche Medikamente, Schutzausrüstungen, Schutzbekleidungen und sonstige Mittel für die Bekämpfung von Covid-19. Es gab Beihilfen für Kulturschaffende, für die Wissenschaft, eine Sonderfinanzierung durch den Ersatz der Essensbeiträge, der Hortfinanzierungen, die Ausweitung der Plätze in der vollen Erziehung, Anstieg der Zusatzkosten im Bereich der Pflegeeltern, die jetzt auch wesentlich waren. Die Zusatzsubventionen durch die Summer City Camps, ich glaube ein ganz wichtiger Beitrag, den Wien hier geleistet hat über den Sommer, um eben jene Kinder nochmal abzufangen, die in Zeiten eines Schullockdowns auch hier nicht die Möglichkeit hatten, aufzuschließen. Die Arbeitsstiftungen des WAF, Homeoffice-Unterstützung für die KMUs, eine Aufstützung. Das Wiener Qualifizierungspaket des WAF, die Joboffensive 50+, die Sicherung von den betrieblichen Lehrplätzen des WAF, auch Förderprogramme zur Unterstützung von Hotellerie, Beherbergungsbetrieben, die Wiener Clubszene, die Förderungen bekommen hat und natürlich auch, und ja, das ist richtig, der Mehrbedarf in der Wiener Mindestsicherung. Und ich glaube, mit all dem, was hier bereits auf den Weg gebracht wurde und was wir noch zu leisten haben werden für das kommende Jahr, sind wesentliche Bereiche ganz wichtig, wie auch schon ausgeführt.
die Sicherstellung der medizinischen Versorgung. Etwas, das, glaube ich, gerade in dieser Situation extrem wichtig ist. Aber nicht nur jetzt, sondern natürlich auch darüber hinaus. So etwas wie, dass man auf so etwas reagieren kann, wie schnell verordnete Massentests, dass man die optimal organisiert auch, dass man Personal dafür bereitstellen kann auf die Schnelle, dass wir besonders sensible Bereiche in der Stadt schützen können, wie eben zum Beispiel Pensionistenwohnhäuser, Krankenhäuser und die Schulen, dass wir dort entsprechende Schutzausrüstungen liefern können. Und natürlich im Gesundheitsbereich trotzdem ein Augenmerk darauf haben und nicht vergessen, dass auch andere Erkrankungen jetzt genauso ihre Dringlichkeit und Wichtigkeit haben und dass auch der ganze Präventionsaspekt deutlich gestärkt werden muss. Die Sicherstellung von Arbeitsplätzen und die Sicherstellung des sozialen Grundnetzes, ja, eine der großen Herausforderungen, denen wir jetzt begegnen. Da gibt es spezielle Programme für Junge, da gibt es auch Programme für die ältere Generation mit der Joboffensive 50+. Und natürlich brauchst du auch ein Backup für all jene, die jetzt in dieser Krise ihre Arbeit verloren haben, unverschuldet ihre Arbeit verloren haben. Und im Zuge dessen natürlich auch Unterstützung für Unternehmerinnen und Unternehmer, die jetzt auch unverschuldet teilweise ihre kompletten Umsätze verlieren, wo Familien dranhängen, wo viele Arbeitsplätze dranhängen. Und wo es jetzt wichtig ist, dass wir möglichst viele Arbeitsplätze auch sicher durch die Krise bringen und sicherstellen können. Wir werden hier im Bereich Unternehmertum und Wirtschaft mit einigen Leitprojekten auch sicherstellen, dass wir weiterhin für Entlastung sorgen können. Mit einem One-Stop-Shop für leichteres Wirtschaften, schnellere Wege, damit einfach Beratungs- und Unterstützungsleistungen, Förderansuchen auf einfachem Wege gehandhabt werden können. Entbürokratisierung ist auch ein Thema, das sich Wien ansehen wird, wo wir schauen, dass wir die Ausübung wirtschaftlicher Tätigkeit in einer Art und Weise bereitstellen können, dass es hier möglichst wenig Hürden gibt, dass wir überholte Vorschriften ausräumen und auch eine Abgabenüberprüfung, dass wir schauen, wo gibt es in dieser Stadt Abgaben, Steuern, Gebühren auf Landesebene, die wir systematisch einer Überprüfung unterziehen können und wo wir Anpassungen vornehmen können, auch im Hinblick wahrscheinlich dann auf eine Ökologisierung dieser Abgaben, was natürlich auch wichtig sein wird. Und ja, dieses Budget hat auch einen ganz großen Anteil daran, an Bildungsinvestitionen. Der Schulbau, der Ausbau von Kindergartenplätzen, das ist etwas, was in einer Stadt wie Wien, einer wachsenden Stadt, nicht stillstehen darf. Wir haben hier einen steigenden Bedarf und da ist es natürlich wesentlich, dass Wien hier auch nachzieht. Und das ist nicht nur, wenn ich an den Platzbedarf denke und die vielen Kinder, die hier die Plätze brauchen, versorgt und betreut werden müssen, sondern auch daran, wenn ich denke an Chancengerechtigkeit, dass ich wirklich jedem Kind hier die gleichen Chancen gebe. Und auch wenn ich daran denke an die Eltern, an die vielen Frauen, die auch in dieser Zeit hier vieles geleistet haben, Unglaubliches geleistet haben, indem sie im Homeoffice waren, nebenbei Homeschooling betrieben haben. Und ich spreche auch aus leidvoller Erfahrung und weiß, welcher Kraftakt das für viele Familien ist. Und deswegen hier ein besonderer Fokus, auch noch weiterhin Betreuungsplätze in Wien auszubauen. Und ich glaube, gerade diese Krise hat uns gezeigt, wie wichtig dieser Bereich ist, auch für die Vereinbarkeit von Familien und Beruf. Und ja, sehr übergeordnet dessen wird es weitere Steigerungen der Investitionen in den Standort geben. Einfach um Konjunkturimpulse zu setzen und vor allem auch lokale Aufträge zu generieren. Lokale Aufträge, die nachhaltig wirken für die Wienerinnen und Wiener und für die Wiener Unternehmerinnen und Unternehmer. Wir wollen investieren in der Krise und sparen in der Not. Das ist das, was es jetzt braucht, das, was es auch sonst braucht. Eine antizyklische Budgetpolitik, etwas, was nicht nur jetzt wichtig ist, sondern was wir uns zum Credo ausgerufen haben, auch für die Zukunft. Nach dieser Prämisse wollen wir zukünftig handeln, in der Hochkonjunktur zu sparen und in den Krisenzeiten zu investieren. Und da gibt es momentan auch Rücklagen, auf die wir aufbauen können, Gott sei Dank. Und da gibt es das 600 Millionen Euro Konjunkturpaket, ein Investitionspaket, das wir auch im Wahlkampf schon hier oft zum Thema gehabt haben. Ein Konjunkturpaket, das jetzt
Investitionen vorzieht, um Impulse zu setzen im Bereich von Errichtung von Bildungseinrichtungen, im Bereich der Errichtung von Sportstätten, Infrastruktur und vor allem in den öffentlichen Verkehr investiert. Da werden insgesamt 300 Projekte vorzeitig ausfinanziert und schon bis Ende 2023 umgesetzt. Damit machen wir nicht nur den Standort attraktiver, damit lassen wir auch private Investitionen folgen. Ja, und da freue ich mich natürlich auch, dass der Bildungsbereich hier so eine große Priorität hat. Aber auch, dass wir mit diesem nächsten Jahr den Klimaschutz auf eine Art und Weise angehen werden, die beispielgebend sein wird in Österreich. Wir werden hier einen Pionierpfad beschreiten, wie es der Stadtrat Hanke auch gesagt hat. Eine knappe 1 Milliarde Euro beinhaltet das Budget für das nächste Jahr. Da ist der öffentliche Verkehr inkludiert, natürlich die Förderung thermischer, energetischer Wohnhaussanierung, Heizanlagensanierung, klimafreundliche Beleuchtung, Wiener Energieunterstützung, Geräteaustausch, Beratung in der Höhe, Beratung für Haushalte. Die Klimastraßen sind dabei und ja, das Pilotprojekt, die Elektrifizierung der Feuerwehrflotte, auf das ich mich schon besonders freue. Aber diese Investitionen sind im Klimaschutz nicht genug, wenn wir uns nicht verbindliche Ziele setzen. Und deswegen bringen wir das Klimaschutzgesetz auf den Weg, das uns das Grundgerüst gibt, um bis 2040 klimaneutral zu sein. Wir schaffen den Klimacheck für Projekte und zusätzlich zum Klimabudget auch ein Treibhausgasbudget. Wir müssen für jede Investition in dieser Stadt auch wissen, welche Auswirkungen es hat für diesen Pfad, den wir beschreiten. Ja, und zurück zum Bildungsbereich ganz kurz zu kommen. Ja, die sind noch nicht zur Gänze in diesem Budget abgebildet. Aber ich freue mich, dass wir hier mit dem Wiener Bildungsversprechen neue Wege einschlagen werden. Dass es mehr Unterstützung gibt für Schulen, mehr Unterstützung geben wird für die Kindergärten, mehr Unterstützung für die Lehrerinnen und Lehrer, damit wir ihnen einfach diese Zeit zurückgeben können, für die sie eigentlich da sein sollten, nämlich zum Unterrichten. Ich werde in der Spezialdebatte dann noch Zeit haben, näher darauf einzugehen. Ein Thema zum Abschluss, auf das ich noch kurz eingehen möchte. Ich kann mich natürlich auch gut daran erinnern, wie diese Budgetdebatten gelaufen sind hier in einer Oppositionsrolle. Und ich habe natürlich die vielen, vielen Anträge schon gesehen, die hier heute am Tisch liegen. Und da gibt es viele, wo ich sage, super, das wünsche ich mir auch für diese Stadt. Da sind absolut gute Ideen dabei. Ja, und die Budgetdebatten sind immer so ein bisschen ein Wunschkonzert der Parteien, die hier alle ihre Ideen einbringen. Und ja, das haben wir natürlich auch gemacht. Aber natürlich muss man gerade in dieser Debatte natürlich das große Ganze im Blick haben und darauf achten, was im Bereich des Möglichen ist. Wir haben uns in diesen Debatten auch immer ein bisschen zurückgehalten mit großen Investitionsvorhaben, weil wir natürlich auch immer gesagt haben, die Stadt Wien muss ein ausgeglichenes Budget haben. Wir müssen schauen, dass wir mehr sparen, dass wir hier Einsparungen haben und das Nötigste investieren, die notwendigen Investitionen treffen, aber auch schauen, wo gibt es etwas, was vielleicht nicht so sinnvoll ist zu der Zeit. Und wir haben auch immer wieder natürlich unsere Anträge eingebracht, wo kann die Stadt sparen, wo kann die Politik sparen in ihren Bereichen. Ja, das wissen Sie wahrscheinlich, was wir da immer gefordert haben. Wo kann die Politik ihren Beitrag leisten? Und da freut es mich besonders, dass wir doch einige Projekte gemeinsam auf den Weg gebracht haben, indem wir zum Beispiel die Parteienförderung, die Valorisierung aussetzen für die nächsten 2 Jahre, indem wir auch eine Wahlkampfkostenobergrenze einführen, sie um 1 Million kürzen und dass es strenge Sanktionen geben wird, wenn hier nicht gehandelt, dementsprechend gehandelt wird. Und wir schaffen auch Transparenz, mehr Transparenz bei den Parteienfinanzen, indem wir dem Stadtrechnungshof mehr Prüfkompetenzen einräumen. An dieser Stelle, ich möchte hier nochmal allen Dienststellenleitern der Magistrate herzlich danken. Sie haben mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern alle mitgearbeitet an diesem Budget, an der Stellung dieses Budgets, indem sie hier ihre Aufgaben, ihre Projekte eingemeldet haben. Und durch ihren Einsatz und ihre hervorragende Arbeit wurde dieses Budget erstellt und kann Wien hoffentlich auch zuversichtlich in die nächsten Jahre gehen. Herzlichen Dank.